Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. In der letzten Folge haben wir ja hier das riesen Baufi hier erledigt. Heftig. So, das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich habe nur noch eine Estos. Meine Energie ist zwar voll, aber ich habe nur noch eine Estos. Ich hoffe mal, dass wir hier weiterkommen. Ich sehe gerade da hinten liegt Loot, oder? Ich glaube, da gehen wir jetzt einfach mal schnell hin. Jedenfalls bei allen hier, weil in dem Wasser wird man anscheinend irgendwie vergiftet. Was ist das denn? Goldene Schriftrolle. War das nicht in dem Gebiet so ein Zauberer, der gesagt hatte, ich soll ihm Schriftrollen bringen? Das testen wir dann später gleich mal aus, würde ich sagen. Aber jetzt gehen wir erstmal in dem Gebiet hier weiter. Schnell hier lang, hier lang, hier lang. So, ich hoffe mal, dass sich noch mehr so Baumviecher hier rumstehen irgendwo. Weil der war wirklich heftig. Okay, würde ich sagen, gehen wir darüber. Wie schön wieder so ein Vieh, oder? Okay. Bewachen die hier. Schmeiß einfach mal eine Bombe rein jetzt. Und nochmal eine. Untoten Knochensplitter. Yeah, sehr gut. Die Knochensplitter kann ich nämlich an meinem Lagerfeuer, in meiner Basis da verbrennen. Am Leuchtfeuer schreien. Und dann wäre meine Estus nämlich nicht mehr plus 2, sondern plus 3. Das heißt, dass die praktisch noch mehr heilen tun. Sehr gut. So, dann schauen wir mal, was hier noch für Loot gibt. Hier sind auf jeden Fall irgendwelche komischen Viecher im Wasser. Kann man da schnell vorbeikommen? Nur Schnecken oder was das sind? Titanscherbe. Da vorne ist wieder so ein Riesenvieh. Das werden wir jetzt erstmal in Ruhe lassen. Ich glaube, da habe ich schlechte Karten mit einer Estus. So, wir holen uns auf jeden Fall aus den Loot jetzt. Wolfsblut Grasklinge, okay. So, wo jebit hier? Was ist das? Was habe ich da getrunken? Sonnenlicht-Talisman. Das ist ein Riesengebiet hier. Ich glaube, wir gehen jetzt aber mal die... Oh, wo geht es denn hier überhaupt noch lang? Okay. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal die Leiter nochmal hoch. Da gibt es ja irgendwie einen Shortcut oder sowas. Hochklettern. Bin ich jetzt hier? War ich hier schon? Kenne ich das schon? Ich glaube nicht. Oh, geil. Geil. Leuchtfeuer. Was ist das? Ein Wolf. Oh, rasten. Auf jeden Fall. So, was ist das dann? Wolf. Was ist los? Yeah. Zu altem Wolf von Pharon beten.
Etikette der Legion. Bitte darum, den Eid leisten zu dürfen. Eid betreten. Yo. Pharons Wachhunde. Eid Pharons Wachhunde erhalten. Du hast den Beweis des Eids erhalten. Cool. Wolfsburg Glasklinge darbieten? Ja. Ich habe bloß eine. Machen wir das mal. Okay, cool. Okay, da oben ist Loot. Komme ich jetzt aber nicht hin. Es wird ein Shortcut sein. Gehen wir einfach mal hier hoch. Hammer, wo bin ich denn jetzt? Geil. Heftig. Das ist schon wieder so ein Vieh. Schon wieder so ein Vieh. Leute, ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich jetzt gerade bin. Geht's hier ewig weit? Schaffe ich den? Ich glaube nicht. Einfach mal probieren. Loot. Stirb, du Vieh! Dem scheiß Schwanz, verpiss dich! Hat nicht mehr viel? Nein! Nein! Lass mich leben! Das Getriebe. Adios, muchachos. Seele eines verirrten Dämons. Hui, Glut. Großaxt. Okay, schauen wir mal, was das ist. Boah. Benötigt das Attribut Stärke 32. Bin jetzt bei 20. Okay, ich hab die eh schon mal drin. So, gibt es hier noch irgendwas? Irgendwo was versteckt hier. Schaut jetzt nicht so aus. So, das war mein Fahrstuhl. Okay.
Aber ich glaube, dass hier noch ein verstecktes Ding war, oder? Da war doch auf jeden Fall was. Oder? Nee, ist so bloß so. So, wie komme ich da oben ran? Kann mir mal jemand erklären? Okay, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt hier hinten nochmal lang. Dann geht es auch gleich unten weiter. Okay. Komm her, komm her, komm her, komm her. Funkelt hier denn nicht? Ach, warte mal. Aha, okay. Okay, ich glaube, da hinten könnte wieder ein Bossraum sein. So wie es aussieht mit dem Tor da. Gehen wir jetzt einfach mal runter. Vielleicht kommen wir ja von da unten dahin. Ist. Aber der Bossraum wäre doch dann in diese Richtung. Was ist da hinten? Da hinten ist eigentlich gar nichts, oder? Klettern wir einfach mal runter, dann sehen wir es gleich. So, Bossraum haben wir gesagt, wäre in dieser Richtung. Ja, dann gehen wir doch mal in die Richtung. Nur, dass eine riesen Waldvieh jetzt hier nicht nochmal kommt. Das war nämlich da hinten. Oh, nee, oder? Da hinten ist er doch schon wieder. Ich habe keinen Bock auf den. Okay, der ist da hinten. Wir müssen in diese Richtung. Oder? Ah, scheiße, hier waren wir schon. Okay. Dann geht's hier nicht weiter. Gehen wir mal hier weiter. Hier geht's auf jeden Fall hoch. Könnte das vielleicht hier sein, was wir vorher gesehen haben? Oh, was ist denn das schon wieder? Oh. Oh, macht ihr für einen Schaden? Alter. So, auf ein neues. Ah, hier geht's nur hoch, immer wieder runter. Dann auf jeden Fall links halten.
So, wo geht's jetzt hier lang? Ist ja ein riesen Gebiet, ist ja Wahnsinn. Dann wieder so ein Knochenbaum, mehrere, noch eine, zwei so Dinge. Habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock jetzt gegen die zu kämpfen, ich muss hier irgendwie vorbei. Hinten schaut auf jeden Fall aus wie irgendwie so eine Burg oder sowas. Aber das könnte mein Leuchtfeuer, hier könnte mein Leuchtfeuer gewesen sein. War das hier? Ja, hier war mein Leuchtfeuer. Ich bin im Kreis gegangen. Okay, das Gebiet ist wirklich heftig. So, schauen, ob wir schnell irgendwo an Land kommen. Hier vorne ist Land. Ach, das war die Treppe, wo wir vorher hoch sind. Alles klar, wir müssen jetzt hier weiter. Wir müssen irgendwie da hoch in die Festung. Nein! Och, Menno. Muss da hinten hin, weil ich brauche meine Seelen. Hier hinten ist auf jeden Fall Loot, habe ich gesehen. Das ist ein dicker wieder. Auf jeden Fall durch, weil ich brauche mein Loot wieder. Also meine Seelen wieder. Oh nee. Warum kriege ich immer den Scheißgegner? Boah, kommt ja auch nicht hier hoch.
Okay, Leute, ich glaube, das war's für heute. Seelen leider verloren. Wie es dann weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge dann an. Dann hoffe ich mal, dass das Gebiet hier ein bisschen besser läuft. So, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ansonsten, ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Andi.